damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play, Clash of Clans mit mir, Thomas und Playergaddon. Yo, heute sind mal wieder die Besuche dran und ich würde mal sagen, wir fangen auch direkt an. Der erste, der besucht werden wollte, ist der Leo aus meinem neuen Clan. Könnt ihr auch mal reinjoinen. Eigentlich ist das ein relativ netter Clan, aber momentan gab es da irgendwie ein bisschen Stress drin. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ein Vizeanführer hat verlassen und ja, ist eine lange Geschichte. Können wir mal irgendwann anders erwähnen. Auf jeden Fall, Leo Star war das. In welcher Liga? Er hatte keine Liga, deswegen kann ich nicht ungefähr einschätzen, wo er ist. Da ist er ja. Level 56 hat jetzt eine Liga. Silberliga 1. Mal schauen, was er so bringt. Er sieht zerstört aus, okay, aber wir können ihn trotzdem beurteilen. Ja, ich wollte schon das Rathaus sagen. Labor. Kaserne. Ja, da ist es ja. Rathaus Level 7, bist du mit Level 56? Ja, ist in Ordnung, würde ich sagen. Goldlager 1 gradest du gerade auf 11 ab. 1 hast du schon auf 11. Hier in der Ecke stehen einige Dinge. Was ich dir aber empfehlen würde, stell diese Dinge an die Mauern, sodass auch die Armeelager hier so an die Mauern stehen. Das ist sehr viel sinnvoller, denn dann haben die Verteidigungsgebäude Zeit, hier noch ein bisschen die Truppen kaputt zu machen. Dann verlierst du auch weniger Verteidigung, höchstwahrscheinlich ist das nach meiner Schätzung nach. Aber das ist wahrscheinlich so, ne? Denn wenn die da stehen, dann kommen ja, dann kommen diese Angriffstruppen noch in die Range der Verteidigungsgebäude und dann sehen die alt aus, wie gesagt. Okay, kommen wir mal zum Dorf und ein Level deiner Verteidigung. Magierturm Level 3, Minenwerfer Level 5. Alter, ich kann heute schon nicht mehr reden, ey. Minenwerfer Level 4. Magierturm Level 3. Wo steht denn der andere Magierturm? Bogenschützenturm. Magierturm Level 2, so weit außen. Da würde ich mir lieber was Neues einfallen lassen. Ich würde persönlich irgendwie mit einem Minenwerfer oder so tauschen. Allerdings, diese Doppelmauern, die bringen auch nicht sehr viel. Es reicht, wenn du zwei Mauerbrecher setzt, dann ist man schon durch. Ich hatte aber auch einmal Doppelmauern. Keine gute Idee, auf gar keinen Fall, nein. Eine Mauer hast du schon noch 7. Läuft, würde ich sagen. So, ja. Was ich dir empfehlen würde, die Mauern auf 7, kannst du dir noch ein bisschen Zeit lassen, was ich als nächstes upgraden würde. Unbedingt die Magiertürme auf 4 machen. Die sind wirklich sehr wichtig auf deinem Level. Minenwerfer 5, 4, ja, danach würde ich die Minenwerfer auf 5 machen, wäre sinnvoll, wenn du dies tust. Bogenschützenturm Level 8, ja, die eine Goldmine, ja, ich habe schon Goldlager gelesen, ich dachte schon. Lexiersammler 10, Kanone 8, Goldmine 10, Bogenschützenturm 7, ja, wie gesagt, die Bogenschützentürme kannst du noch upgraden, die Kanonen. 8, 8, Luftabwehr 4, Goldmine, Kanone 8, Kanone 8. Ja, die Kanonen scheinen auf Max zu sein auf deinem Level. Das ist schon mal sehr nice. Erstmal eine Frage an euch. Und zwar, wie findet ihr den... Warte mal, wie gucke ich jetzt den Rand, wo mein Kopf jetzt ist? Wie findet ihr den? Soll ich den Rand jedes Mal so lassen oder soll ich lieber wieder auf Vollbild wechseln und meinen Schädel oben links hineinfügen? Ihr könnt es entscheiden. Ihr seid ja die, die meine Videos gucken. Großes Dankeschön an 260 Abonnenten, ey. Bald haben wir schon die 300 erreicht. Das wird mega heavy, würde ich sagen. So. Der Leo Star 12, dein Dorf. Wie gesagt, folge meine Tipps. Doppelmauern weg. Und dann läuft's doch, würde ich sagen, nach Hause. Wir werden den nächsten besuchen. Und ich würde sagen, ich werde die Clans so rüberspringen. Also bis gleich. So, hier hätten wir schon mal den Clan. Z-Clasher heißt der. Und du heißt VfB Soccer. Ja, Level 91. Bist Anführer in dem Clan. Mal schauen, was dein Dorf so zu bieten hat. Rathaus Level 9. Ich glaube noch nicht allzu lange. Kannst mir mal in die Kommentare schreiben, wie lange du schon oben bist. Denn hier Magiertürme auf 6, die hast du wahrscheinlich noch von Rathaus Level 8. Hier Level 5 wahrscheinlich der neue, der dazugekommen ist. Kanonen Level 10, Bogenschützenturme Level 10. Hast die Mauer nicht ganz geupgradet, aber habe ich auch nicht gemacht. Also brauchst keine Schuldgefühle zu haben, auf gar keinen Fall. Ja, deine Barbarenkönige, ja, du hast mehrere, läuft bei dir, würde ich sagen. Deine Barbaren sind auf Level 6, deine Bogenschützentürme noch auf Level 5, auch da ein Anzeichen für, dass du vor kurzem erst hochgegangen bist. Bist auch zerstört zur Hälfte, naja, nicht zur Hälfte, sondern, ey, da hat ja wohl jemand sowas ähnliches wie mein Dorf, ne? Ja, vom Ansatz her. Ne? In der Mitte hast du es ein bisschen anders gestaltet, aber so vom Ansatz her. So, Clanbook in der Mitte, Bogen, X-Bogen, schützen das ganze Dorf.
Deine Minenwerfer sind auf Level 6, einen hast du schon auf 7, Luftabwehren sind auf 6, 6, 6, 5. Armeelager sind noch alle auf 6. Ja, auch ein Anzeichen dafür, dass du nicht allzu lange hoben bist. Also, ja. Meine Empfehlung an dich, mach die Minenwerfer auf 7. Die Magiertürme auf 7 und dann der Rest. Der Rest ist dann, ja, auch wichtig. Die Luftabwehren auf 7, da kannst du dir noch mehr Zeit lassen. Da auf 6 eigentlich schon, ja, die machen schon mega viel Damage meiner Meinung nach auf 6. Und 7 ist dann noch optional, würde ich sagen. Aber dann läuft das. Ja, wie gesagt, hier noch ein paar Mauern auf 6. Kannst du noch auf 7 upgraden, würde ich dir sogar als nächstes empfehlen. Dann hast du alle auf 7. Das ist schon mal ein gutes Maß für dein Rathaus-Level. Und dann kannst du bald anfangen mit den 8er-Mauern. Ich habe ja auch erst, naja, nicht so lange damit begonnen, aber wird schon, würde ich sagen. Deine Queen ist auf 4 und dein Barbarenkönig steht etwas weiter außen. Ist ja nicht schlimm, Level 10. Fähigkeit Level auf 2. Läuft, würde ich sagen. Von der Ausstellung her gefällt mir das Dorf sehr gut. Also wie gesagt, ich schätze mal, du bist noch nicht allzu lange oben und deswegen kannst du dir noch relativ viel Zeit lassen. Also Daumen nach oben. So, der nächste, der besucht werden wollte, ist der Soldier Bobby aus dem Clan Cool Cans. Ich war mal in den Clan drinne für kurze Zeit. Ich habe gesagt, dass ich mal wiederkomme, aber es tut mir wirklich leid, habe ich einen anderen Clan gefunden. Aber das... Ah, Onkel Kent, okay. Ja, ein bisschen kommt mir das sogar noch bekannt vor. Soldier Gamer HD, vielleicht dein Hauptaccount oder zweiter Account, je nachdem. Wir werden jetzt einfach mal gucken. Soldier Bobby. Da ist er ja, Level 99, Goldliga 2. Also war das andere, dein zweiter Account. Rathaus Level 9. Deine Verteidigungsgebäude scheinen relativ nice zu sein. X-Bows auf 3 muss ich auch mal machen, aber ich habe erstmal mir gesagt, Thomas, mach erstmal die Mauern auf 8 und dann kannst du dich um die X-Bögen kümmern und das mache ich auch so jetzt. Denn ich bin Level 100 und ja, du hast auch noch nicht alle Mauern auf 8, das ermuntert mich wieder weiter zu spielen. Nein, Spaß auf jeden Fall. Ja, du hast 60 bis 70% circa der Mauern auf 8, das ist ja in Ordnung. Magertürme auf Level 7, Bogenschützentürme gradest du gerade auf sie 11 ab. Deine Kanonen kannst du noch auf 11 machen, kannst du zum Schluss machen. Einen dunklen Bohrer hast du schon auf Level 6, den anderen dunklen Bohrer hast du schon auf Level 5. Was hast du denn hier drin? Okay, ich kenne die Taktik nicht. Bogenschützenkönigin auf 12. Läuft, würde ich sagen. Läuft auf jeden Fall. Baba King auf 13. Yo. Yo. Eigentlich deine Base, auch von der Aufstellung her, ist die relativ nice. Eine Luftabwehr hast du schon auf 7, die andere machst du gerade auf 7. Yo. Ich würde sagen, wirklich Top Base, Level 99, also bald Glückwunsch zu Level 100. Lass dich feiern, würde ich sagen. Die Elixierlager stehen etwas weit außen, aber wenn du nicht so auf Elixierjagd bist, ist ja nicht schlimm. Guck mal in dein Profil. 6, 6, 6, 5, 6, 13, 11, 5, 3, 3, 3, 5, 3. Ja, Elixiermäßig kannst du nur noch den Jumpspell upgraden und den Heiler. Den Rest kannst du Elixiermäßig nicht mehr upgraden, um natürlich die dunklen Truppen. Aber da kann man sich auch ein bisschen Zeit lassen, wenn man ehrlich ist. Dunkle Lager hast du 15.000. Ich habe 9.000 mehr. Nein, Spaß, aber ich würde sagen, nices Dorf. Mach weiter so. Bald Glückwunsch zu dir, Level 100 und... So, der nächste Clan, der besucht wird, beziehungsweise der Typ, der da drin besucht wird, ist der Anführer, hat er mir geschrieben, Mr. Herr Unbekannt oder so. Auf jeden Fall ein bisschen netter Typ, so, was ich bis jetzt in den Kommentaren gelesen habe. Ah, ich liebe meine Community, wirklich. Wir sind zwar nicht so groß, wie alle sagen, aber für mich ist 260 Abonnenten wirklich schon eine riesige Zahl, wenn man sich überlegt, dass so circa 200 Menschen meine Videos gucken. Damit kann man 2 Kinosäle ungefähr füllen. Das ist wirklich unglaublich. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Wirklich großes Dankeschön dafür. Das Beste ist ja, wir können als Community wirklich einiges erreichen. Wir werden immer weiter wachsen und YouTube hat sich auch zu so einem richtig großen Hobby zu mir entwickelt. Zu mir, ich schwöre. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Vor einem halben Jahr habe ich ja angefangen mit YouTube. Jo, am Anfang, die Videos, die waren nicht so gut, weil mir auch das Equipment gefehlt hat. Und ich habe auch nicht so mit Begeisterung gesprochen, aber inzwischen kann ich sagen, YouTube hat sich zu dem größten Hobby meines Lebens entwickelt. Kann ich jetzt wirklich so sagen. Also es gibt wirklich kein Hobby. Naja, Tennis vielleicht ein bisschen, aber... Ja, aber sonst ist wirklich heavy geworden. Aber zurück zu den Besuchen. Der Anführer, da Alex, Level 58, Goldliga 3. Mal schauen, was uns hier erwartet. Rathaus Level 7. Sieht von den Mauern her maxed aus.
Glückwunsch. Bogenschützentürme Level 7, die gehen bis auf 8 meiner Meinung nach, glaube ich zumindest. Minenwerfer Level 4 hier einer, Level 4. Level 4, gehen auch bis, die gehen ja bis auf Level 5. Aber sonst, only Drachen, vielleicht gerade einen Clankrieg, kannst du mir ja mal in die Kommentare schreiben, wenn du nichts dagegen hast. Magierturm Level 3, Magierturm Level 3 würde ich dir empfehlen, auf Level 4 zu machen, aber kannst dir noch Zeit lassen. Ich meine, die Mauern hast du schon auf Max, Clanburg steht etwas weit außen, aber auf Rathaus Level 7 in der Mitte bringt sich so noch nicht allzu viel, aber läuft doch, würde ich sagen. So, Labor auf Level 5, alle Truppen, ja, ein bisschen Luft nach oben ist noch mit den Truppen, aber es passt schon. Jo, ich würde sagen, von der Ausstellung her, ich würde dir empfehlen, Farmer zu werden, aber ist ja deine Entscheidung, ob du Farmer bist oder nicht, denn Farmer haben ultra viele Vorteile. Denn Nacht zum Beispiel, wenn du mal, keine Ahnung, 9 Stunden oder so nicht online warst, sind deine Minen und Sammler schon relativ voll und manche kümmern sich dann gar nicht um die, snaggeln nur den Rathaus und dann hast du ein Schild für 12 Stunden und hast wieder Zeit online zu kommen. Also ich würde es dir raten, ich war früher auch. Hatte ich damals eine Trophy Base? Ich glaube schon, ja, mit Level 42, Rathaus Level 8. Ich war so ein Noob in dem Spiel, aber inzwischen habe ich mich zu einem guten Spieler entwickelt, aber zurück zu deinem Dorf. Hast du ja schon... Ne, Schweinereiter hast du noch nicht. Ja. Kannst dir aber Zeit lassen. Schweinereiter auf Level 1 bringen nicht allzu viel. Dein Barbarenkönig hast du schon auf Level 1. Nice one, würde ich sagen. Jo, ich würde sagen, ist eigentlich ein relativ geiles Dorf. Mach weiter so mit einem Upgrade-Status her. Musst du noch die Verteidigung upgraden. Ein bisschen im Labor. Und dann kannst du schon hochgehen auf Rathaus Level 8. Und dann kannst du dich auf neue Dinge freuen. Wie zum Beispiel den zweiten Bohrer, den vierten Minenwerfer. Ich würde sagen, viel Spaß noch beim Farmen weiterhin. So, das Apfel-HD wird jetzt besucht. Wurde doch langsam Zeit, dass ich dich für den letzten Besuchsfolge... Ach. Jo, du siehst zerstört aus. In der letzten Besuchsfolge habe ich dich ja nicht gefunden, da du den Clan gewechselt hast. Jetzt bist du im Clan geblieben. Leider bist du zerstört. Aber trotzdem werden wir uns dein Dorf angucken. Ich habe es dir versprochen. Übrigens, in der heutigen Folge haben sich 7 beworben. Das ist schon richtig heavy, wie viele sich bewerben. Letzte Besuchsfolge. 20 Likes und über 100 Aufrufe. Ein großes Dankeschön dafür. Das ist unglaublich. Im Übrigen, wenn ihr mal besucht werden wollt, schreibt es mir unten in die Kommentare rein, aber nur unter dieses Video. Ich nehme nur die Bewerbungen unter diesem Video für die nächste Besuchsfolge an. Ich habe jetzt gesehen, dass irgendwer sich beworben hat, aber ich habe leider den Kommentar nicht gefunden, der das unter einem anderen Video war. Es ist nicht so, weil es mir um Prinzip geht. Es ist so, damit ich euch nicht vergesse, falls ihr mal unter einem anderen Video kommentieren solltet, denn ich schreibe mir das eigentlich relativ selten auf. Ich gucke das lieber hier immer auf dem Bildschirm nach und deswegen, ja. Das nächste Mal einfach nur hier unten kommentieren und dann... Passt das schon. So, Rathaus Level 6. Jo. Minenwerfer in der Mitte. Die Luftabwehr ist auch zentral Level 3. Minenwerfer sind auch auf Level 3, was nicht das Maximum ist. Ich glaube Level 4 oder war es Level 3? Ich weiß es nicht. Kanone Level 7. Elixierlager Level 8. Magierturm Level 1. Bogenschützenturm Level 7. Kanone Level 7. Goldlager Level 8. Kanone 7. Ja, Kanone ist, glaube ich, auf Max. Ja, auf Maximum. Bogenschützenturm kannst du, glaube ich, noch upgraden, aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Greifen-Only-Bogenschützen an. Sind die auf Level 3? Jo, passt. Deine Klarburg ist auch zerstört. Das ist ein bisschen... Was ich dir empfehlen würde, das Armeelager hier ein bisschen näher an die Base ranzustellen. Wie vorhin schon bei dem Fall. Wer war das? Leostar? War das Leostar? Ich glaube schon, auf jeden Fall. Immer nah an die Base stellen, damit die Verteidigung noch an die Rage draufkommen. Also... Läuft, würde ich sagen. Die Mauern kannst du dir noch ein bisschen Zeit lassen. Ich würde als erstes die Magertürme upgraden. Gehen bis auf 2. Ja. Warte, hast du 1 oder 2? Ich glaube nur 1, aber den kannst du dir noch auf 2 machen. Würde ich dir auch empfehlen, dass du das machst. Denn der Magerturm auf deinem Level ist schon relativ wichtig und die Flächenschäden im Allgemeinen. Wenn jemand mit Barge angreift, hat er schon schlechte Karten, wenn du Magerturm Level 2 hast. Also würde ich dir empfehlen, abzugraden und dann passt das schon. Dann die Kanonen hoch, die Mauern hoch und dann bist du maxed aus und kannst beruhigt, mit beruhigtem Gewissen auf Rathaus Level 7 gehen. So, sonst ist das Dorf eigentlich relativ nice. Ich würde dir auch empfehlen, Farmer zu werden, aber ist ja Geschmackssache. So, der nächste, der besucht werden wollte, ist der Fisi aus dem Clan Hashtag High Crones. Geschlossen ist der X-Fisi. Oh. Excuse, dich kenne ich doch noch. Level 110. Ah, warte, welcher Clan war das denn damals nochmal, wo wir zusammen im Clan waren? Ah, das waren... Alter, das waren noch Zeiten, ey. Das waren wirklich nur Zeiten. Aber ist geil, dass du noch meine Videos guckst, trotz der langen Zeit. Ich glaube, du warst einer der ersten Abonnenten, glaube ich sogar. Ja, einer der ersten 50 oder so.
Dankeschön, würde ich sagen. So, zu deiner Base. Rathaus Level 9, Kreis mit Bartstein, beides auf 6 natürlich mit Level 110. Alle Mauern hast du auf 8, bis auf die Mitte, aber das ist ja nicht so schlimm. Dann kannst du ja bald schon mit Level 9er Mauern beginnen. Ich habe schon einen kleinen Vorsprung und zwar habe ich, glaube ich, 72 Mauern auf 9 Elixierüberfluss. So, zurück zum Dorf. Bogenschützentürme hast du auf 11. Und zwei gradest du Gravabi, würde ich sagen. So, Luftabwehren auf Level 6. Ja, 7 kannst du ein bisschen Zeit lassen. Das sind optional, würde ich sagen. Immer optional sagen, immer optional sagen. Magiertürme sind auf Level 6. Kannst du bis auf 7 machen. Würde ich sogar demnächst machen, wenn ich du wäre. Aber ist ja Geschmackssache, ne? Also, Kanonen sind alle auf Level 11. Also kannst du nur noch zusammenfassen, die X-Bögen upgraden, die Magiertürme und die Bogenschützentürme. Aber sonst hast du eigentlich alles auf Max. Ja, und die Luftabwehr natürlich nicht zu vergessen. Ja, ist noch einiges, aber ist in Ordnung. Also ich persönlich brauche ja nur noch zwei X-Bögen, die ich upgraden muss. Aber ich lasse mir da ein bisschen Zeit. Ich will erstmal meine Mauern upgraden, damit mein Dorf nicht mehr so low aussieht. mit den Level 7er Mauern. Aber, jo, zurück zu deinem Dorf. Klärenburg in der Mitte. Die Aufstellung gefällt mir eigentlich relativ gut. Hat sogar einen kleinen Trap-Faktor, würde ich sagen. Wenn man hier so durchgeht, werden da wahrscheinlich Riesenbomben oder Teslen stehen. Dunkles Lager, Level 5. Goldlager scheinen doch eigentlich relativ gut gefüllt zu sein. Über 4 Millionen hast du gerade. Ich weiß nicht, was du davon upgraden willst. Kannst du mir mal unten in die Kommentare schreiben. Vielleicht X-Bows. Wer weiß. Oder Magierturm. Oder, nee, Bogenschützenturm hast du ja schon. Oder die Luftabwehr. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Kannst du mir in die Kommentare schreiben. Sonst würde ich sagen, dein Dorf ist relativ nice. Verbesserungsvorschläge hätte ich jetzt eigentlich gar keine. Die Ausstellung gefällt mir sogar relativ gut, muss ich sagen. Bist Farmer, was ich jedem empfehle. Ja, die Bauhütten kannst du näher an die Base stellen und das Labor auch, aber sonst ist das Base-Design eigentlich relativ nice. Und dann würde ich sagen, Top-Base, besuchen wir den nächsten. So, der nächste, der besucht werden wollte, ist der Lukas aus Elite-Player. Uiuiuiuiuiui, ist das der Clan? Echt jetzt? Oh, Thomas. Ist natürlich mein Hauptaccount. Natürlich, also... Ich wollte ihn nur nicht spielen, damit ich nicht so stark angeben will. Wisst ihr, was ich meine? Marcy, Domisi, King, Marcel, Jonas, Jonas, Michael, Big Felix, David, Beppo, Justus, der Boss, Lord King Kevin, Cornflake, Sandy, Marv, Emre, Artok, Pung, Niki, Leon, Checklona, Big, Kulpens, Burzel, Julian, Dave, Chrissy, Moni, Virus, Lu, Alter! Respekt an den Clan, das scheint doch relativ nice zu sein. Warte, ich will mal sehen, wie viele gewonnene Clankriege ihr habt. 19. Willkommen auf McDonald Island. Hier wird und Website eliteplayer.de. Hier wird bis zum Morgengrauen Status Happy Farming. Keine Selberlinge. Schaut auf unserer Facebook-Seite vorbei. Ab Level 95. Alter. Das ist ein relativ nicer Clan, ne? Vielleicht kann ich ja irgendwann mal reinjoinen. Irgendwann, vielleicht so in 4 Wochen oder so. Ich weiß es nicht. Ich muss jetzt mal gucken, ich bin jetzt in einem neuen Clan drin. Ich habe auch gesagt, ich bleibe da erstmal auf Probe. Ich will gucken, wie es mir gefällt. Wenn es mir gefällt, bleibe ich, aber wenn nicht, muss ich leider weiterreisen. Ich muss meinen perfekten Clan finden. Naja, perfekten nicht, nur welche, die so gute CWs haben und... Alter! Okay, zurück zu deinem Dorf. Xbox auf Level 3. Muss ich mir ein Beispiel nehmen an dir. Minenwerfer auf Level 7, deine Magiertürme sind zwar noch auf 6, aber deine Kanonen sind auf Level 11, Bogenschützentürme kannst du noch auf Level 11 machen. Deine Mauern, ja, hast schon angefangen auf 8, sogar einige auf 9, die äußeren Mauern sind noch auf Level 7, die kannst du demnächst mal auf 8 upgraden, aber kannst dir ruhig Zeit lassen, kannst auch erstmal deine Verteidigung ausmaxen, mache ich ja auch gerade, bis auf die Xbox natürlich. Yo, Mist Farmer, nice Base eigentlich, nice Base, ich sure. Dunkles Lager Level 5 kannst du natürlich auch upgraden, aber ich meine, brauchst du nicht. 150.000 wirst du sowieso noch nicht gebrauchen. Denn du, man kann die Helden maximal bis auf Level 30 machen auf unserer Rathauslevel-Stufe und die kosten keine 150.000, auf gar keinen Fall, nein. Jo, sonst würde ich dir sagen, mach weiter so. Barbarenkönig auf 10, Bogenschützenkönigin auf auch bald auf Level 10. Dann schon mal Glückwunsch an die Heldenfähigkeit, die zweite, die ist schon mal mega geil, kann ich dir sagen. Da wird die Queen auch um einiges stärker. Ob du es glaubst oder nicht, es ist aber so. So, nice Base, Xbox auf 3, würde ich sagen. Und nice Clan, würde ich sagen, auf jeden Fall. Jo, dann würde ich sagen, das habe ich jetzt zum dritten Mal innerhalb von 10 Sekunden gesagt. Jo, nein, Spaß. Jo, dann
Nee, ich will das jetzt nicht sagen. Dann war es das mit der heutigen Besuchsfolge. Wenn ihr auch mal besucht werden wollt, schreibt es mir unter dieses Video. Upsi. Und am besten mit Hashtag-Kürzel ist immer sinnvoller. Es sei denn, euren Clan gibt es von Namen her nur einmal. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ruhig einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr kein... Wow, pass auf, Digga. Und wenn ihr noch kein Player-Ganon-Hipster seid, lasst doch ruhig ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und mit der Player-Ganon-Hipster-Faust werden wir uns jetzt verabschieden.